Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 66, Aktuelle Stunde, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Hessen bei Verbesserung der Wasserqualität in Weser und Werra auf dem richtigen Weg, 20815. Beginnt die Frau Kollegin Kinkel, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Im Jahr 2012 wurde ein EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland angestoßen, weil die schlechte Gewässerqualität von Werra und von Weser gegen die Europäische Wasserrahmenrichtlinie verstoßen. Und dieses EU-Vertragsverletzungsverfahren wurde nun eingestellt. Und das ist zum großen Teil die Leistung unserer grünen Umweltministerin Priska Hinz, die sich mit der Flussgebietsgemeinschaft Weser konsequent für den Gewässerschutz eingesetzt hat. Das Verfahren hat seine Ursache darin, dass die Bewirtschaftungspläne der Werra und der Weser jahrelang nicht mit den Zielen des Gewässerschutzes übereinstimmten. Salzhaltige Abwässer, also überwiegend aus den Produktionsprozessen des Kaliabbaus im osthessischen Werratal, werden seit Jahrzehnten in die Werra eingeleitet. Und dadurch ist die Werra zum salzigsten Fluss in Deutschland bzw. in Europa geworden. Und das kann die Politik so nicht hinnehmen. Die Flüsse müssen wieder in einen guten ökologischen Zustand gebracht werden. Das sagt uns nicht nur die Wasserrahmenrichtlinie und das Deutsche Wasserhaushaltsgesetz, sondern das ist auch angesichts des Artensterbens unsere Pflicht, dass wir eben ökologisch vielfältige Lebensräume schaffen. Und von diesem Zustand ist die Werra und die Weser noch weit entfernt. Die EU hat in einem Mahnschreiben von Juni 2012 zu dem Vertragsverletzungsverfahren gefordert, dass es ein klares Konzept geben soll, wie dieser Zustand erreicht wird. Und dieses Konzept sollte Machbarkeitszahlen, Zeitabläufe, Finanzen und Pegelstände beinhalten. Das war, das muss man so sagen, in dem vorhergehenden Bewirtschaftungsplan von 2009 eben nicht der Fall. Es wurde zwar viel geredet, aber konkrete Maßnahmen waren in den Plänen nicht enthalten. Und deshalb war es ein großer Erfolg, dass die Flussgebietsgemeinschaft Weser im aktuellen Maßnahmenprogramm Salz von 2015 bis 2021 konkrete Zielwerte für die Pegel an Werra und an Weser festgelegt hat und das auch erstmals mit konkreten Maßnahmen hinterlegt hat, wie eben dieser ökologische Zustand erreicht werden soll. Und deshalb danke an das Engagement der Umweltministerin, die dieses Maßnahmenprogramm gemeinsam mit den anderen Anrainerländern erarbeitet hat. Das war sicherlich nicht immer ganz einfach. Und was der klaren Agenda folgt, Abwässer vermeiden, Abwässer reduzieren und nicht vermeidbare Abwässer möglichst umweltschonend entsorgen. Und natürlich ist das Unternehmen Kali und Salz in der Pflicht, diese Maßnahmen zur Reduzierung der Salzbelastung in Werra und Weser dann auch umzusetzen. Da ist insbesondere die KKF-Anlage zu nennen, die seit Anfang letzten Jahres in Betrieb ist und die dazu führt, dass die Salzbelastung für die Werra sinkt. Aber auch die Einstapelung von Rückständen, also sowohl von festen Rückständen als auch von verfestigten flüssigen Rückständen unter Tage, und die ersten Versuche zur Haldenabdeckung tragen einen großen Teil dazu bei, dass die Salzbelastung sinkt. Und da muss man zugeben, es ist schon eine Menge passiert. Das Unternehmen hat verstanden, dass auch die eigene Zukunftsfähigkeit daran hängt, wie sehr Ökologie und Ökonomie zusammengebracht werden. Und auch für die Zukunft muss gelten, Vermeidung der Produktionsabwässer vor Ort, Verbringung der Rückstände unter Tage. Um das Problem der Haldenabwässer zu lösen, brauchen wir schnellstens auch eine funktionierende und sichere Lösung für die Abdeckung der Rückstandshalden. Das wäre dann auch der Schlüssel dafür, dass die temporäre Oberweser-Pipeline nicht gebaut werden müsste. Daran forscht K+S, und das müssen wir hinsichtlich der Schadstoffbelastung und hinsichtlich der Wirksamkeit genau im Auge behalten.
Deshalb die Einstellung des EU-Verfahrens ist gut und ist richtig und zeigt, dass wir politisch auf dem richtigen Weg sind, um den Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie zu erreichen. Und den müssen wir gemeinsam mit dem Unternehmen konsequent weiterverfolgen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kinkel. Das Wort hat der Abg. Jürgen Lenders, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit über 100 Jahren wird im Weser-Einzugsgebiet Kali und Salz abgebaut. Das ist vor allen Dingen ein Rohstoff, den wir brauchen in der Landwirtschaft, um eine moderne Landwirtschaft darstellen zu können. Hier wird den Böden am Ende zurückgegeben, das, was man ihnen vorher entnommen hat. Und deswegen ist es gut, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass wir eine Kali- und Salzproduktion auch für eine vernünftige Ernährung in unserer der Bevölkerung, dass es sehr wichtig ist, dass da Belastungen mit einhergehen. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Und meine Damen und Herren, es ist immer eine Frage bei Kali und Salz, ob wir heute in Deutschland noch in der Lage sind, tatsächlich eine Rohstoffindustrie zu haben, ja oder nein. Und damit hängen viele Fragen zusammen. Ich habe es auch zur Kenntnis genommen, dass das Vertragsverletzungsverfahren der EU eingestellt worden ist. Und das kann man schon sagen. Im Gegensatz zur Vorgängerin von Frau Hinz, die dann doch dann meistens eher, ich sag mal, im Theoretischen geblieben ist, hat es Frau Hinz tatsächlich geschafft, angefangen mit dem Vier-Phasen-Plan, konkrete Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die jetzt dazu geführt haben, die EU zu überzeugen, dass die Grenzwerte einzuhalten sind. Ich finde es auch richtig, dass wir jetzt ganz konkret, Frau Hinz, das Projekt angegangen ist, die Halden abzudecken, weil das das eigentliche Problem ist. Das, was dann Ihre Vorgängerin immer noch gesagt hat, das wird nicht funktionieren, das passiert jetzt. Es gibt einen Modellversuch. Das ist gut, dass Sie diesen Weg so mutig da gegangen sind. Und, meine Damen und Herren, das sind ja viele Maßnahmen, dass die KKF-Anlage, das ist aber vor allen Dingen auch das Einstapeln unter Tage. Und hier müssen wir schon genau hinschauen, wie wir denn auch künftig mit einem Bewirtschaftungsplan der Weser umzugehen gedenken. Es ist nicht etwa so, dass die EU beim Vertragsverletzungsverfahren sagt, was, ich habe eine Idee und ich schicke euch sozusagen das Knöllchen, wenn ihr eure Vorgaben nicht einhaltet, sondern man muss wissen, dass ein Vertragsverletzungsverfahren, dass die Länder, bei uns die Bundesländer, sagen, was sie von den Gewässern erwarten, wie mit den Gewässern umgegangen werden soll, das an den Bund melden und der Bund das dann Richtung EU auch weitergibt. Und die EU dann kontrolliert, ob wir unsere eigengesteckten Vorgaben auch einhalten. Jetzt steht auch an der Bewirtschaftungsplan bis für das Jahr 2027. Und ich glaube, dass wir dann mit Augenmaß, was die Kaliproduktion in Deutschland anbelangt, auch hier die Interessen melden müssen Richtung EU, was wir dann wirklich da auch mit, was wir gedenken, zukünftig zu tun. Und das hat sehr viel dann mit dem Einstapeln unter Tage zu tun. Ich glaube, das größte politische Problem ist nach wie vor, können wir auf die Oberweser-Pipeline verzichten, ja oder nein? Sie war klar im Konzept mal angelegt. Und jetzt ist die Frage, können wir es technisch schaffen, mit dem Einstapeln auf die Oberweser zu verzichten? Ich will jetzt gar nicht Druck aufbauen. Ich will auch nicht sagen, das muss jetzt mal nächstes Jahr, keine Ahnung. Das kann man so einfach nicht machen. Da habe ich großes Verständnis dafür. Aber die Menschen brauchen jetzt mal Sicherheit. Kommt die Oberweser-Pipeline oder kommt sie nicht? Das ist eine der vordringlichsten Aufgaben, vor denen diese Landesregierung in den nächsten Jahren stehen wird. Und dazu gehört eben auch, dass man der Ehrlichkeit halt sagen muss, wenn das Einstapeln in anderen Bergwerken möglich sein soll, dann ist es nicht auf dauerhaft die Alternative,
dass wir jetzt tonnenweise Lauge im Lkw transportieren. Denn das wäre im Moment der Fall. Wir werden, und das ist auch eine Aufgabe der Landesregierung, dafür sorgen müssen, dass wir einen Staatsvertrag bekommen, der es möglich macht, dass wir die Werke untereinander unter Tage sozusagen mit es möglich machen, das Einstapeln dort genehmigen zu lassen. Das ist eine große Herausforderung. Ich muss sagen, bisher hat die Frau Staatsministerin Hinz da sehr persönlich auch als Vorsitzende der FGG Weser einen guten Beitrag geleistet. Es ist auch schon gut, dass wir es erleben, dass Kali und Salz nicht wie in den vergangenen Jahren jetzt jedes Jahr oder jede Woche hier ein Thema im Plenarsaal ist. Das ist ein persönlicher Erfolg, und dazu kann man dann auch mal als Opposition sagen, gut gemacht. Vielen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat der Abg. Schenk, AfD-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Bei einer Gesamtschau des Umgangs mit einem der weltweit führenden Unternehmen zur Herstellung hochwertiger Düngemittel und Spezialsalzprodukte sehen wir wenig Anlass für die Grünen, sich hier in einer oder in dieser Aktuellen Stunde selbst zu feiern. Kali und Salz ist der größte Arbeitgeber im Landkreis Hersfeld-Rotenburg und auch nach Thüringen hinein und bietet mehr als 4.000 Arbeitnehmern und 300 Auszubildenden und im Werk Neuhof gut 700 weitere Arbeitsplätze. Weitere tausende Arbeitsplätze hängen unmittelbar in anderen Betrieben von dieser Produktion ab. Es ist die Erwerbsquelle für eine ganze Region. Dies könnte auch bis mindestens 2050 so bleiben. Mehrere hundert Millionen Euro hat das Unternehmen in den letzten 25 Jahren, also auch schon außerhalb der grünen Obhut, in neue Technologien investiert und den Eintrag salzhaltiger Abwässer in die Werra um zwei Drittel reduziert. Möglicherweise war nicht jede dieser Maßnahmen zielführend, besonders die Verpressung in den Untergrund ist kritisch zu sehen wegen der Gefahr der Nitratbelastung der Trinkwasserquellen. Letztlich sind technische Probleme durch Forschung und Technik zu lösen und nicht durch Verbote. Also die KfK-Anlage, die Einstapelung und andere Dinge sind da durchaus zielführend und können da also auch wahrscheinlich das Problem weiter reduzieren. Auch wir befürworten das Ideal Trinkwasserqualität in Flüssen. Im Rahmen weltweiter Konkurrenz sollte der Wirtschaftsstandort Deutschland durch dieses Ideal aber nicht gefährdet werden. Ihr Masterplan sieht auch das Jahr 2075 als Zieljahr für Trinkwasserqualität in Flüssen vor. Das heißt also, es ist eine sehr lange Periode, für die halt also in diese Richtung gearbeitet wird. Die Pipeline zur Nordsee scheint mit 1 Milliarde wohl das Ideal, aber wirtschaftlich nicht darstellbar. Es sei denn, der Steuerzahler übernimmt die Kosten und subventioniert diese Pipeline. Aber andererseits, wie passt es dazu, dass die grüne Forderung, schon 2030 auf fossile Brennstoffe, Öl, Gas und Kohle verzichten zu wollen? Da müssten Sie doch mal erklären, den Bürgern erklären, wie es dann weitergehen soll, wie Schiffe, wie Flugzeuge, wie LKWs und Schlepper. Also da ist doch eine große Diskrepanz zwischen der. Ja, das passt schon. Das sind eben auch solche Wunschträume und so eine Art Wunschkonzert der Grünen. Das müssen Sie auch technisch hinterlegen. Also die Vorgängerin von Frau Ministerin Hinz, Frau Puttig, hat ja in dieser Hinsicht besonders nachhaltigen Eindruck in unserer Region hinterlassen. Man könnte auch sagen, sie hat Angst und Schrecken verbreitet, weil sie doch ein bisschen engstirnig in dieser Sache agiert hat. Die Grünen erweisen sich auch hier als ein Risiko für den Industriestandort, und nicht nur an dieser Stelle, sondern in ganz Deutschland. Ich habe ja eben das Beispiel schon genannt.
Keine Probleme haben offensichtlich die GRÜNEN mit sogenannten guten Umwelteingriffen, das heißt Dutzende von Windrädern im Reinhardswald, wo 6.000 Quadratmeter pro Windrad an Fläche verbraucht wird. Also da gibt es da schon, auch mit den gibt's da schon Diskrepanzen zwischen den Prioritäten, die Sie hier setzen. Maismonokulturen scheinen auch kein Problem zu sein. Der Südling wird auch vehement befürwortet. Und die höchsten Strompreise weltweit tun ein Übriges, die wir also bald haben werden. Ja, das scheint also auch Teil des Deindustrialisierungsprogramms der GRÜNEN zu sein. Soweit mein Beitrag. Danke. Vielen Dank, Kollege Schenk. Das Wort hat der Abg. Felstehausen, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn die hessische Umweltministerin, wie in der Pressemitteilung der Flussgebietsgemeinschaft Weser geschehen, behauptet, sie sorge für eine Verbesserung der Wasserqualität in Werra und Weser, dann ist das eine Falschmeldung. Eine Falschmeldung, weil die Gewässerqualität in der Werra seit Jahrzehnten unverändert schlecht ist. Die von der hessischen Umweltministerin in ihrem glorreichen Vier-Phasen-Plan angekündigte schrittweise Verringerung der Einleitungsgrenzwerte bis 2021 hat es schlicht und ergreifend nie gegeben. Diese wurden im Jahr 2015 bis zum Jahr 2021 ausgesetzt. Ausgesetzt, weil K&S die Produktionseinschränkungen wegen fehlender Entsorgungswege anmahnte. Dem Unternehmen hat die Hessische Landesregierung 2015 gestattet, die Werra-Versalzung auf dem Niveau des Kriegsgrenzwertes aus dem Jahr 1942 bis 2021 fortzuführen. Das heißt, Kali und Salz darf die Werra bis zu einem Chloridwert von 2.500 Milligramm pro Liter verschmutzen. Und die Wasserhärte in der Werra darf sogar fast doppelt so hoch sein, wie dies 1942 ausdrücklich für Notzeiten gestattet worden war. Der extrem hohe Wert der Wasserhärte von 90 Grad deutscher Härte wird dafür verantwortlich gemacht, dass sich die ökologische Qualität der Werra auch nach Beendigung der extremen Salzeinleitung durch DDR-Betriebe nicht verbessert hat. Wir halten also fest, bis dato hat es überhaupt keine Verringerung der Salzeinleitung gegeben. Weder in der Werra noch in der Weser ist eine Verbesserung des ökologischen Zustands im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie festzustellen. Es ist vollkommen rätselhaft, von was die GRÜNEN und ihre Umweltministerin aus Hessen und Bremen sprechen, wenn sie behaupten, die Wasserqualität sei besser geworden. Und es ist genauso rätselhaft, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Denn wir wissen doch alle, die Haldenabdeckungen, die halten nicht. Und eine Weserpipeline, die nicht genehmigungsfähig ist, trägt auch kein Beispiel zu einer Verbesserung, keinen Anteil zur Verbesserung bei. Und die Maßnahmen wie die KKF-Anlage von Kali und Salz, die die Salzkonzentration verringern soll, auch die floppt und funktioniert nicht. Denn diese vielgelobte KKF-Anlage sorgt eben nicht für eine Verminderung der Salzfracht in die Werra. Und wenn Sie gerade gesagt haben, die Einleitung hätte um zwei Drittel abgenommen, ja, im Volumen, ja, im Salzgehalt eben nicht. Und das ist der spannende Punkt. Und das ist genau das, was wir an der Stelle kritisieren. Die Menge der wirklich zurückgewonnenen Rohstoffe durch die KKF-Anlage ist verschwindend gering und trägt auch in keiner Weise zu einer Lösung der Probleme bei. Die Messwerte der Salzkonzentration in der Werra in den letzten zwei Jahren, und das kann man nachlesen auf den Seiten des HALNUG, geben überhaupt keinen Anlass für die Annahme, dass es zu einer Verbesserung gekommen sei. Und erst vor wenigen Wochen haben Vertreter von Kali und Salz gegenüber der Klägergemeinschaft der Werra Weser-Werra-Anrainer-Konferenz erklärt, dass sie die aktuellen Grenzwerte, also die von 1942, auch weiterhin vollumfänglich ausschöpfen wollen. Das hört sich wollen und müssen. Genau. Das hört sich auch so an, als wenn auch nach 2021 nicht mit einer Verbesserung der Wasserqualität zu rechnen ist. Die bessere Formulierung ist daher, dass trotz und nicht wegen der Politik der hessischen Umweltministerin Priska Hinz das Vertragsverletzungsverfahren von der Europäischen Union eingestellt wurde. Bis dato hat weder die Europäische Kommission selbst
noch die hessische Umweltministerin gesagt, warum eigentlich das Vertragsverletzungsverfahren eingestellt wurde. So viel zum Thema Transparenz. Der Flussgebietsgemeinschaft Weser ist es zusammen mit der Bundesregierung offensichtlich gelungen, das Vertragsverletzungsverfahren mittels Ankündigungen zu beenden. Ankündigungen, die irgendwo in die Zukunft geschoben werden, Ankündigungen, die Techniken beinhalten, die offensichtlich nicht funktionieren. Und daher ist es eher ein Versäumnis der Kommission als das Ergebnis einer guten und zielgerichteten Umweltpolitik. Meine Damen und Herren, die Hauptprobleme durch die Kaliproduktion bleiben nicht nur bestehen, nein, sie verschärfen sich auch noch. Die Salzfracht der Werra bleibt weiterhin auf dem Niveau von 1942. Die Verpressung in das Grundwasser ist immer noch nicht eingestellt. Das Problem der Salzhalden und ihrer Abwasserwässer wird nicht kleiner, sondern im Gegenteil, sie wird noch größer, weil die Halden mit hessischer Genehmigung auch immer größer werden. Und noch immer lösen sich unter der Halde Hattorf Schwermetalle und verseuchen das Grundwasser bis nach Thüringen. Es ist das große Versäumnis der hessischen Landesregierung, Kali und Salz bis dato zu keiner Kaliproduktion ohne flüssige Abfälle und ohne Salzhalden gezwungen zu haben, obwohl die Umweltgesetzgebung genau dies verlangt und obwohl es technisch möglich ist, meine Damen und Herren. Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Das mache ich doch gerne. Was die GRÜNEN versuchen, hier als Erfolg zu verkaufen, entbehrt leider jeglicher Grundlage in den Flüssen. Die ökologische Wasserqualität von Werra und Weser hat sich nicht verbessert, sondern die EU-Kommission hat offensichtlich eine Fehlentscheidung getroffen. Sie versuchen, in Zeiten schlechter Umweltnachrichten einen Erfolg zu simulieren. Aber die Simulation von Umweltschutz schützt. Herr Kollege, gerade hast du gesagt, du willst gerne zum Schluss kommen. Dann machen wir mal jetzt. Das mache ich jetzt auch. Die Simulation von Umweltschutz schützt eben nur die Gewinne des Konzerns, aber nicht unserer Gewässer. Vielen Dank für die Zeitüberschreitung. Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Lena Arnold, CDU-Fraktion. Lena, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ökonomie und Ökologie zusammenbringen, gar versöhnen, das ist ein Label dieser Fraktion und dieser Koalition. Und es wurde ja gelegentlich kritisiert, es sei nicht mehr als ein Label, aber es ist mehr. Es ist heute spürbar für die Menschen im Werratal, spürbar für die Menschen, die sich noch an eine tote Werra erinnern und die sich Jahrzehnte nach einem lebendigen Fluss gesehnt haben. Spürbar aber auch für tausende Menschen und deren Familien, denen Kali und Salz in einer nicht gerade strukturstarken Region Arbeit und Wohlstand geboten hat. Und beidem gerecht zu werden, war immer unser Anspruch. Und vergangenen Freitag haben wir das Testat der Europäischen Kommission aus Brüssel erhalten. Wir haben es geschafft. Die Flussgebietsgemeinschaft hat unter Federführung der Hessischen Landesregierung und in Abstimmung mit dem Unternehmen einen konkreten Plan vorgelegt, wie wir Ökonomie und Ökologie zusammenbringen. Und die Experten der EU, die diesen Prozess lange sehr kritisch beobachtet und immer wieder Druck gemacht haben, haben gesagt, ja, das ist ein guter Plan. Und deshalb können wir das Vertragsverletzungsverfahren beenden. Und das ist nicht nur eine Anerkennung unserer Arbeit. Mein besonderer Dank gilt dabei Staatsministerin Hinz, die sich sehr eingebracht und verdient gemacht hat. Nicht zuletzt, und das sei hier auch erwähnt, gegen Ihre Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern, die leider nicht immer nur konstruktiv waren. Und es ist vor allem auch eine Anerkennung der Arbeit des Unternehmens und der Mitarbeiter. Ich will nicht verhehlen, dass wir manchmal verzweifelt sind an der Zögerlichkeit. Aber am Ende haben wir uns verständigt darauf, dass der Standort als Zentrum und Herzmuskel der Kaliproduktion in Mitteleuropa erhalten bleibt. Darauf, dass der Herzmuskel Nordosthessens noch lange kraftvoll schlagen kann. Darauf, dass K+S bei uns mit Milliarden Investitionen den modernsten und saubersten Abbaustandort der Welt schafft.
Und doch waren wir nicht immer ganz sicher, ob diese Maßnahmen ausreichen, um die ökologischen Ziele zu erreichen. Denn eines war und ist immer klar: Der Schutz des Wassers und der Gesundheit hat höchste Priorität. Das ist unsere Überzeugung in Verantwortung für kommende Generationen. Und es ist und bleibt unsere Rechtspflicht aus der Wasserrahmenrichtlinie, auf deren Einhaltung die EU-Kommission pocht. Denn zur Ehrlichkeit gehört, dieser rechtliche Druck war nötig, damit wir die ökologischen Verbesserungen, die jetzt umgesetzt werden, auch durchsetzen konnten. Meine Damen und Herren, mit dem Ende des Vertragsverletzungsverfahrens endet unser Verfahren miteinander nicht. Wir werden auch künftig darauf achten, dass Vereinbarungen eingehalten werden, Investitionen getätigt werden, Fortschritte umgesetzt und vor allem auch Sicherheit garantiert werden können. Das Ende des Vertragsverletzungsverfahrens gibt dem Unternehmen Planungssicherheit, dass es das Vereinbarte umsetzen kann und dass keine darüber hinausgehenden Forderungen der Politik aus Brüssel zu erwarten sind. Es gibt den Mitarbeitern Sicherheit, dass die EU-Kommission nicht doch noch den Stecker zieht. Und es gibt der ganzen Region Sicherheit, dass ihr Wasser geschützt und ihr Wohlstand erhalten wird. Wir hoffen, dass die Fortschritte mit der KKF-Anlage, mit den Einstapelungen und mit der Haldenabdeckung ausreichen, dass wir demnächst sagen können, dass wir die von niemandem gewünschte Pipeline zur Oberweser hoffentlich nicht brauchen. Damit wir Industrieproduktion und Umweltschutz, Bergbau und Wasserschutz, Bergmann und Naturliebhaber zusammenbringen, das ist unsere Aufgabe als Politik im Allgemeinen und als schwarz-grüne Regierung im Besonderen. Wir sind stolz. Wir sind stolz, dass wir das für das osthessische Kalirevier geschafft haben. So machen wir weiter. Ein herzliches Glück auf. Vielen Dank, Kollegin Arnold. Das Wort hat der Abg. Warnecke, SPD-Fraktion. Bitte sehr, draußen. Lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vorab eins, Fakten sind wichtig, und Kali und Salz hat mit Nitrat im Grundwasser nichts zu tun. Nichts. Fake News werden gerne von Parteien verbreitet, die angeblich sich auf Fakten stützen. Da muss noch ein bisschen nachgearbeitet werden. Kali und Salz hat mit Nitrat im Grundwasser nichts zu tun. Kali und Salz hat damit nichts zu tun. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, da ja allen möglichen Personenkreisen gedankt wurde, insbesondere uns Politikerinnen und Politikern, ob sie nun in Brüssel, ob sie nun in Wiesbaden oder in Berlin arbeiten, möchte ich mich erst einmal im Namen meiner Fraktion bei den Bergleuten bedanken, die mit ihrer Arbeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, überhaupt dazu beigetragen haben, dass wir diese wirtschaftliche Situation haben. Und vielleicht sollte ich noch einmal, es gibt da interessante Bücher, beschreiben, wie früher Bergbau war, um mal ein bisschen verständlich zu machen, warum Bergleute auch essentiell für uns alle sind und Bürgerrechte erkämpft haben. Um die nötige Fertigkeit zu erlangen, ich darf mal zitieren, sollten Bergleute ihre Tätigkeit bereits als Kinder beginnen und möglichst aus einer Bergarbeiterfamilie stammen, so zumindest ein britisches Urteil aus dem Jahre 1842. Sie können niemals aus der erwachsenen Bevölkerung gewonnen werden. Spätestens mit 13 Jahren müssen die künftigen Bergleute mit der Arbeit im Bergbau beginnen und in die Geheimnisse der Bergarbeit eingeführt werden. Als diese Aussage gemacht wurde, war das Eintrittsalter leicht angestiegen, lag aber immer noch bei etwa 10 Jahren. Und weiterhin stammten die nachrückenden Jungen und Mädchen vielfach aus Bergarbeiterfamilien, sei es aus Mangel an Alternativen oder wegen der vergleichsweise hohen Löhne. Die gab es nämlich nicht. Die Arbeit erfolgte nicht nur bei Dunkelheit, sondern auch in schlechter, staubiger Luft, in feuchter Umgebung, die sowohl kalt wie warm sein konnte. Und sie war körperlich anstrengend, wie jeder verstehen kann. Und man muss sich nicht wundern, warum damals es viele Menschen gab, die im wahrsten Sinne des Wortes verkrüppelt und im wahrsten Sinne des Wortes gesundheitlich schwer angeschlagen waren. Das alles gibt es heute nicht mehr. Und das ist der Erfolg der Arbeiterbewegung. Und dieses vorweg, weil es
liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich um die Frage Kali und Salz mehrfach im Landtag diskutiert, immer wieder viele Fake News gibt. Und dazu muss ich auch leider die Pressemitteilung der GRÜNEN zählen. Ich muss leider Herrn Felstehausen recht geben. Was heißt leider? Es ist einfach so. An den Grenzwerten in die Werra hat sich nichts geändert. An die Präferenz, zunächst einmal in die Werra einzuleiten, bevor in den Untergrund eingeleitet wird, hat sich nichts geändert. Die Wasserqualität der Werra hat sich nicht verbessert. Dass wir das in Zukunft machen wollen, ist eine andere Frage. Dass die KKF-Anlage, die 400 Millionen € gekostet hat, 1,5 Millionen Kubikmeter weniger Abwasser generiert, hat nichts damit zu tun, dass nach wie vor in die Werra eingeleitet wird. Und das schwankt sehr stark. Wie Sie am letzten Sommer mitbekommen haben, gab es dort Kurzarbeit. Die Werke wurden stillgelegt, weil eben die Möglichkeit, in den Untergrund einzuleiten, nur noch begrenzt gegeben ist und, wenn ich das richtig verstehe, auch beendet werden wird. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb glaube ich, dass die EU in der Tat mit Blick auf die Perspektiven, die formuliert wurden, klar gesagt hat, ja, da ist eine Perspektive gegeben, die das Grundwasser schützt, und es ist auch eine Perspektive gegeben, die Einleitmengen zu reduzieren, die potenziellen. Aber Kali und Salz braucht weiterhin die Einleitung in die Werra. Weil das, was hier so schön unter dem Stichwort Einstapeln genannt wurde, schlicht und einfach das ist, was man im Moment macht für ein Heidengeld. Da wird nach Bergmanns Segen Hugo per Bahn Salzlauge oder Salzsole korrekt transportiert. Man rechnet so mit 40 € pro Tonne. Und dann können Sie aber ausrechnen, wenn ich eine Million nehme, sind 40 Millionen Cash bar weg. Das erwirtschaftet dort vor Ort die Belegschaft, die übrigens, wie vorhin in einem anderen Thema angesprochen, ab und an so Wirtschaftsspezies haben, die den Bergleuten erklären, wie sie optimal zu arbeiten haben. Und wenn da mal Schichten optimal laufen, ist das dann der Standard für die Zukunft. Ich will nur sagen, es gibt nicht nur den Druck der Umwelt, es gibt auch den Druck auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und vor diesem Hintergrund, liebe Kolleginnen und Kollegen, erkennen wir durchaus an, dass mit einer grünen Umweltministerin das alles, was eine CDU-Umweltministerin, und das ist ja das, worüber Sie anscheinend reden, vorgegeben wurde, nämlich eine drastische Reduzierung der Einleitwerte in die Werra, zurückgenommen wurde zu Recht, und das Verbot der Versenkung auch eigentlich schon längst erfolgt haben müssen, auch zurückgenommen wurde. Ich glaube, dass das in der Tat zeigt, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die GRÜNEN entgegen, wie sie sich jetzt im Moment darstellen, in diesem Feld, dass sie in der Tat damals industriepolitische Kompetenz bewiesen haben, die will ich nicht abstreiten. Aber es ist etwas anderes als das, was Sie hier wieder den Leuten erzählen. Das sind nämlich Fake News, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kollege Warnecke muss dann langsam zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Wir haben dort eine Perspektive von 40 bis 60 Jahren Produktion. Wo gibt es das sonst? Und insofern hoffe ich, dass die Zahlen 4.550 bis 4.552, indem Sie jetzt sozusagen die langfristige Perspektive in etwas anderes umwandeln wollen, dass wir dies nicht als Drohung verstehen, denn die Leute wollen dort tatsächlich 50 Jahre arbeiten und wollen mit 4.500 Leuten dort auch ihrer Beschäftigung nachgehen und nicht darüber diskutieren, wie sie nach einem Arbeitsleben von 50 Jahren, worüber niemand sagen kann, was da passiert, mit irgendwelchen neuen Zukünften versehen werden. Jetzt gilt es darum, die Arbeit im Werratal zu sichern, und ich hoffe, dass wir dort am Ende einig sind und danke herzlich fürs Zuhören. Glück auf. Vielen Dank, Kollege Warnecke. Das Wort hat die Frau Staatsministerin Hinz. Priska, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen die Einleitung von K+S in Werra und Weser wurde eingestellt. Und ich will wirklich nachdrücklich sagen, dass das ein Erfolg ist. Und ich will auch noch einmal daran erinnern, dass das anfing mit dem Vier-Phasen-Plan, über den heftig diskutiert wurde, auch hier im Haus, sehr streitig. Wir haben es geschafft, dann aus dem Vier-Phasen-Plan einen Maßnahmeplan der Flussgebietsgemeinschaft Weser zu machen. Das war ein Riesenschritt. Das hat durchaus Kraft gekostet. Und wir haben jetzt Fortschritte in allen Bereichen zu verzeichnen, die in dem Maßnahmeplan festgelegt wurden. Und das hat einerseits die EU dazu bewogen, das Vertragsverletzungsverfahren einzustellen.
Das hat unter anderem auch dazu geführt, dass wir hier nicht in jedem zweiten Monat eine Debatte haben zu K+S. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ja, war schön, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass wir nicht permanent darüber reden müssen. Es hat aber vor allen Dingen dazu geführt, dass wir es geschafft haben, einen realistischen Plan zu entwickeln, wie wir Süßwasserqualität in der Werra und hoffentlich gute Gewässerqualität in der Weser erreichen können, bei Planungssicherheit für das Unternehmen und damit Sicherung der Arbeitsplätze im Kalirevier. Und das ist der Effekt, und das ist der Erfolg, ja, den wir erreicht haben. Und darauf, finde ich, kann man mit Fug und Recht stolz sein. Ich will daran erinnern, dass wir in dem ersten Maßnahmeplan drinstehen haben, dass die KKF-Anlage, also die Eindampfanlage, errichtet werden soll. Das ist erreicht. 20% weniger Abwasser gibt es. Das sind 1,5 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Das war aber das Ziel, das wir festgelegt haben. Das ist erreicht. Und wenn die AfD behauptet, man könne das Unternehmen laufen lassen, dann sage ich Ihnen, das stimmt nicht. Wir müssen Vorgaben machen. Und nur durch Vorgaben wurde das auch erreicht. Also, wir müssen uns auch hier nichts vormachen. Natürlich machen Unternehmen so viel, wie sie können, dürfen, und so wenig, wie sie müssen. Und deswegen muss man auch zwischendurch sagen, hier geht es längst, und wir sind mit K+S da auf einem guten Weg. Die Versenkerlaubnis gilt nur noch bis 2021, und für alle ist klar, auch für das Unternehmen, da haben die sich auch zu verpflichtet, dass dann ist Ende mit der Versenkung. Die Haldenabdeckung, der Großversuch läuft. Wie viele Leute haben darüber spekuliert, dass das alles gar nicht geht, dass das technisch zu aufwendig, zu teuer und was auch immer. Natürlich muss man auch die Haldenabwässer, gerade wenn wir noch Haldenerweiterung brauchen, muss man erst recht die Haldenabwässer reduzieren und muss dann schauen, dass man das, was man da auffängt, entweder wieder über eine Eindampfanlage, eine zweite, verwertet, oder man muss es eben über Einstapelung unter Tage auch dann entsorgen, und zwar ortsnah. Auch das ist ein wichtiger Punkt, der auf der Tagesordnung bleibt. Die Oberweser-Pipeline ist noch wirklich auch ein Stachel im Fleisch. Die wurde ja damals beschlossen als Alternative zur Nordsee-Pipeline, die schon lange aus der Debatte ist, zu Recht. Die Oberweser-Pipeline, auf die können wir verzichten, wenn alle anderen Maßnahmen so zielführend sind, dass man die nicht mehr braucht, weil wir natürlich die Grenzwerte nicht weiter erhöhen wollen, was die Einleitung in die Werra angeht. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr diese Entscheidung noch treffen können. Ich war ja immer sehr skeptisch. Das wissen Sie alle, die in der letzten Wahlperiode mit mir diskutiert haben. Ich habe immer gesagt, schön wäre es, aber ich glaube erst dran, wenn wir es entscheiden können. Es ist nach wie vor so. Ich bin sehr optimistisch. Ich glaube es erst, wenn wir es entschieden haben. Ich hoffe, dass wir es unter hessischem Vorsitz in diesem Jahr so hinkriegen. Aber da muss K+S noch ein paar Nachweise liefern. Unter anderem auch die, und das ist ganz wichtig, dass bei der Frage Einstapelung unter Tage wir keine Probleme haben werden, dass Pfeiler angefressen werden, weil die Standsicherheit der Gruben auch im Hinblick auf Herfer-Neurode muss gesichert sein. Ein letzter Satz. Das ist jetzt kein Erfolg, wo man sich zurücklehnen kann. Es ist eine gute Zwischenetappe. Wir selber müssen uns anstrengen. K+S muss sich anstrengen. Und dann kommen wir hoffentlich am Ende auch zum Ziel, tatsächlich die Gewässerqualität in echt real zu verbessern. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an Sie, Frau Staatsministerin. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Damit haben wir auch diese Aktuelle Stunde
abgehalten. Ich bedanke mich dafür sehr und darf Ihnen mitteilen, dass eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der Freien Demokraten. Bundeswehr leistet unverzichtbaren Beitrag zur Wahrung von Sicherheit und Frieden, Einbindung von Jugendoffizieren in den Schulunterricht. Weiter Förderdrucksache 20/847 wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dies Top 82 und kann mit Top 31 zu diesem Thema aufgerufen werden. Ist das okay so? Ist okay, dann machen wir das so. Außerdem eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der CDU und von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Reform der Ausbildungsfinanzierung in Gesundheitsfachberufen, Drucksache 20/848. Auch hier wird, wenn ich das richtig sehe, die Dringlichkeit bejaht. Ist der Fall. Dann wird das der Top 83 und kann, wenn Sie dem zustimmen, mit Top 69, nach Top 69 zu dem Thema aufgerufen werden und ohne Aussprache abgestimmt werden. Alle sind einverstanden. Dann machen wir das so.